motivierte Führungskräfte der Zukunft, Animateur und Tonteur. Hier präsentieren wir die Sendung Feuerwehr im Bild. Einer der wichtigsten Motivationsfaktoren ist, Erfolge zu erleben, zu haben und diese auch zu spüren. Führungskräfte standen 2571 Mal im Einsatz. Landesfeuerwehrschule. Über 1000 Feuerwehrleute nahmen an Lehrgängen teil. Winterfeld. Dritter Platz der Feuerwehrjugend Bad Müllacken am Bundesbewerb im Burgenland. Walding, 576 Jugendliche am Feuerwehrjugendheim. Kirchschlag, 387 Wissenstestabzeichen mit Erfolg abgelegt. Dörferumgebung, 19 Feuerwehrleute lecken die Feuerwehrnatura ab. Königsschlag. Die Damengruppe fährt zur Weltmeisterschaft. Landshaag. 942 Zielenbesatzungen beim Landeswasserwehrleistungsbewerb. Insgesamt wurden von unseren 64 Feuerwehren 272.718 Stunden geleistet. Wir führten einen Führungskräftecheck 2011-12 durch, um wertvolle Informationen, Erfahrungen einzuholen, um auch in Zukunft dementsprechend Lösungen abzuleiten. Insgesamt wurden befragt alle Kommandanten aus dem Bezirk, alle Stellvertreter und auch alle Zugskommandanten. Jede Führungskraft ist auch persönlich gefordert. Aufgaben zu vergeben, Informationen weiterzuleiten, gemeinsame Entscheidungen zu treffen und auch eine große Anzahl von Feuerwehrleuten zu lenken. Gemeinsam ziehen wir in Zukunft in der Bezirk Urwald an einem Strang. Ich darf nun unseren Motivationstrainer Helmut Fördermeier ankündigen. Er ist beruflich in leitender Funktion tätig, er ist begeisterter Landwirt und seit 32 Jahren aktives Feuerwehrmitglied. Seine Hobbys sind organisieren, disponieren, agieren und vor allem motivieren. Was heißt es überhaupt, motiviert ehrenamtlich bei der Freiwilligen Feuerwehr tätig zu sein? Das Wort Motivation kommt aus dem lateinischen Motivo und stellt darin fest, es ist der Motor, etwas zu bewegen, etwas anzutreiben. Der Organisationsfeuerwehr beizutreten, unsere Führungskräfte daraus zu wählen, das wird unsere Idee umzusetzen in der Feuerwehr, das was wir wollen, damit wir Spaß an denen, die gerne dabei sind, die Feuerwehr zu gestalten. Es ist schon mal ein ganz, ganz großes für mich, wenn ein Mensch sagt, ich möchte Feuerwehrkommandant werden, ich möchte Stellvertreter werden. Da haben schon viele Probleme damit, sich überhaupt zu ordnen und sagen, ich möchte eine Führungsaufgabe zu machen. Ich glaube, ich war ein guter Schriftführer, ich war, glaube ich, gut für die Presse und ich kann, was weiß ich, irgendwas, aber ich kann nicht anbieten. Ich habe schon viele Probleme, die uns zeigen. Mir darauf sind gefreut, wenn einer kommt und sagt, ich möchte, super. Wiederum, sage ich, muss man über den Anfang und das Ende auch erkennen. Irgendwann, wenn man recht viel tut und man hat viele Ideen und irgendwann ist man ausgebaut. Das habe ich sicher schon mal erlebt, wenn man viele Jahre vielleicht in einer Funktion steht, man ist ausgebaut. Und da muss man auch die gleiche Größe wie am Anfang besitzen und zum Schluss, meine Herren, es war schön, es hat mir viel Freude gemacht. Aber ich glaube, es ist doch da, wo wir jetzt einen Nachfolger suchen müssen. Es ist falsch, in einer Zeit, so wie jetzt, die schnelllebig ist, nur sagen, ich bin zwar nur 3 Jahre über die Funktion, aber eigentlich freien tut es mir nicht wirklich mehr. Aber ich tue es damit, ich muss es nicht mehr, das sind die Jungen machen. Also, das funktioniert. Man muss die Größe haben und sagen, so mit der Danke am höchsten Zenit abzutreten. Also, jetzt habe ich keine Idee mehr, ich habe auch die Hoffnung und so, aber jetzt geht nicht mehr. Und auch das ist die Größe, genauso wie am Anfang, dass ich halt mir so, mein Herr, das war schön, ziehe meinen Hut und sage, ganz viel braucht es, bin ich ja da, aber ganz vorne, bitte nicht mehr.
Trotzdem ist der Berghof, das ist ein ganzes Jahrtausende nicht drin, aber wenn er einen Stand aber wirft, hat er schon ganze Häuser mitgerissen und das war eine Katastrophe. Und das Schöne, was mich freut, ich denke, wenn dieses Feuerwehrwesen in Oberösterreich darstellt, hat für mich persönlich jeder Freiwillige, der dort mitmacht bei diesem System, eine Fernbedienung in der Hand. Und mit dieser Fernbedienung spürst du immer noch, klick, der Berg ist da, klick, klick, der Berg ist nicht mehr da. Dann fragst du, klick, der Berg ist da, klick, klick, der Berg ist nicht mehr da. Und jetzt kommt man und sagt, ich will eine Fernbedienung. Die geben wir nicht herbei, klick, der Berg ist da, klick, klick, der Berg ist nicht mehr da. Und warum der so der penetrant ist, dass er die Fernbedienung haben will, dann gebe ich es ihm einmal und dann tue ich ihm aber die Batterie raus, bei dich haben wir von euch. Wir bedanken uns bei den Sponsoren dieser Veranstaltung. Ehrenamt braucht starke Partner. Engagement und ideelle Werte. Das verbindet Raiffeisen Oberösterreich mit den ehrenamtlichen Mitarbeitern in Oberösterreichs Vereinen. Raiffeisen Oberösterreich. Ein starker Partner der Feuerwehr. M-Puls Eventtechnik. Ton, Licht, Laser und Bühnentechnik. Wir setzen neue Maßstäbe am Veranstaltungssektor. Von der kleinen Party bis hin zu Großveranstaltungen bieten wir die entsprechende Technik und Betreuung. Mehr unter www.m-pulse.at. Diese Zusammenarbeit ist geprägt durch gegenseitige Anerkennung und Wertschätzung. Diese Auszeichnung soll aber auch ein sichtbares Zeichen des Dankes sein. Ich bedanke mich aber bei allen, die heute mitgeholfen haben, dass dieser Bezirksfeuerwehrtag so ausgerichtet werden hat können. Einen herzlichen Dank an alle. Wie hat Ihnen der heutige Abend gefallen? Ich bin in meiner Funktion als Feuerwehrlandesrat jetzt zum zweiten Mal hier und es gibt keinen zweiten Feuerwehrbezirkstag wie in Urfumgebung. Ich denke, die Mannschaft, die hier dieses Programm gestaltet, ist wirklich hochmotiviert und vor allem kennt man die Freude, mit der sie dieses Programm machen. Also der Informationsgehalt, der Ablauf und auch immer die Pünktlichkeit in der Zeit, das zeichnet den Bezirkstag in Urfa aus. Wie hat Ihnen der heutige Abend gefallen? Also es war ein wunderbarer Abend mit sehr viel Informationen, sehr gut rübergebracht, also eine großartige Veranstaltung. Wie hat Ihnen der heutige Abend gefallen? Er war sehr kurzweilig, also mir hat das schon gut gefallen. Ich bin schon bei vielen anderen Bezirksfeuerwehrveranstaltungen gewesen, aber die Präsentation war wirklich in Ordnung und die Idee, die man da umgesetzt hat, das ist ja hervorragend. Also ich glaube, dass man es beinahe nicht mehr besser machen kann. Wie hat Ihnen der heutige Abend gefallen? Also, ich bin begeistert. Ich war voriges Jahr nicht da, habe es aber schon erfahren, dass voriges Jahr so gut war. Aber ich bin wirklich begeistert vom heutigen Abend. Und diese Fotoshow, muss man fast sagen, ist gewaltig. Also, sowas sieht man kaum irgendwo bei einer Bezirkstagung. Ich muss euch wirklich herzlich gratulieren. Wie hat dir der heutige Abend gefallen? Naja, ich bin natürlich wie immer begeistert und deshalb doppelt begeistert, weil es in Buchenau war. Und wenn es was Neues gibt, dann gehört es nach Buchenau, da bin ich recht stolz drauf.